Ich bin Max Prinz, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Hannover. Ich bin Boulderer seit 2005, seit also 14 Jahren. Angefangen mit dem Klettern oder mit dem Bouldern habe ich in Südfrankreich, in Marseille. Meine Schwester hat damals geklettert und ich habe damals Fußball gespielt. Und dadurch, dass sie geklettert hat, wollte ich das natürlich auch machen. Also damals habe ich einen Seilkletterkurs gemacht, aber nebenan war immer eine Boulderwand und eigentlich bin ich immer lieber bouldern gegangen. Ja, also wir sind heute wieder zum Pferdestall gefahren. Das ist der Fels, wo die bekannteste Achtal Norddeutschlands ist. Don't feed Pumba. Kennt halt echt kein Schwein. Eine coole Linie. Das ist ein sehr überhängendes Dach, wahrscheinlich 80 Grad oder sowas. Und kleine Leisten. Und die habe ich mit 14 damals geschafft. Und seitdem habe ich ab und zu die nochmal neu probiert, konnte sie aber nie klettern. War natürlich auch nicht so ganz verbissen, dass ich die nochmal schaffen muss, weil ich sie schon geschafft hatte. Aber heute war auf jeden Fall das große Ziel, nochmal zum Top zu kommen. Und das hat gut geklappt. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, dass die Leisten schon ganz schön schlecht sind. Ich hatte es über die Jahre schon noch ein paar Mal nochmal probiert, aber mehr so halbherzig. Und heute wollte ich es auf jeden Fall nochmal durchsteigen. Ich hatte das Gefühl, dass ich mit 14 da so ein bisschen besser reingepasst habe und dass ich heute so ein bisschen mehr mit Kraft kompensieren muss. Als ich das dann nochmal ein bisschen ausgecheckt habe, habe ich mich direkt an die ganzen Züge neu erinnert und wusste direkt irgendwie wieder, wie die Züge gehen. Ja. Das geht heute. Auch wenn man vom Bouldern nicht unbedingt reich wird, erfüllt es mein Leben gerade, glaube ich, sehr. Und ich plane das jetzt schon noch ein paar Jahre zu machen. Mit dem Bus rumzufahren, manchmal zwei Wochen in dem Gebiet zu sein und dann eine Woche auf dem Parkplatz zu stehen, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Aber für mich ist das auf jeden Fall eine große Freiheit. Und nebenbei mache ich dann halt die Wettkämpfe. Auch wenn das jetzt alles sehr entspannt klingt, rumfahren, bouldern und. Es ist trotzdem noch ein Leistungssport, wenn man probiert, Weltcups mitzumachen und auf nationalen Wettkämpfen erfolgreich zu sein, meinetwegen. Mein erster Deutschlandcup war in Barling 2012. Ich war auch 12 Jahre alt und kam direkt aus der Boulderhalle.
und bin dann, glaube ich, gepumpt bei der zweiten Echse rausgefallen, weil ich einfach meine Füße nicht benutzen konnte und beim Klippen auch noch gefallen bin. Okay. Für mich war es schon immer ein großer Traum, deutscher Meister zu werden. 2017 bin ich dann das erste Mal gleich ins Finale gekommen bei der ersten deutschen Meisterschaft seit langem. Bin dann am Ende Dritter geworden, ganz knapp. Es war sehr überraschend, also ein sehr überraschender Erfolg, dass es auf einmal so gut läuft. Es war einerseits schön, mal so einen großen Erfolg zu haben. Andererseits wusste ich aber auch, dass der Sieg nicht unmöglich war. Und jetzt 2019 habe ich relativ unerwartet den Sieg geholt. Und das hat sich gut angefühlt. Also das war ein Schritt, der mir gefehlt hat und der mir gut getan hat. Wettkämpfe sind für mich so ein ganz spezieller Reiz. Ich weiß gar nicht genau, was es ist, aber irgendwie habe ich mich irgendwann mal verliebt in Wettkämpfe und das ist irgendwie nicht mehr weggegangen. Das ist so eine Art Selbstbestätigung und irgendwie auch, dass du dir selbst beweist, was du kannst. Auch wenn es am Fels immer schön ist und man eigentlich immer eine gute Zeit hat, finde ich es wichtig, für mich einen Ort zu haben, an dem ich mich zurückziehen kann, um zu trainieren. Und das war die letzten Jahre für mich immer das Eskaladrom. Und normalerweise treffe ich mich da immer mit Freunden, um zu trainieren und um ein paar schwere Züge zu machen. Aber vor dem Wettkampf finde ich es halt wichtig, auch irgendwie nochmal eine Tunnelblick-Session zu haben, wo ich mich auf mich selbst fokussiere. Also ich habe jetzt nicht direkt einen Trainingsplan, aber ich weiß trotzdem ziemlich genau, was ich trainiere und übe dann halt meine Schwächen und gehe zum Beispiel ins Fingerboard, mache Körperspannungstraining oder was auch immer. Aber trotzdem finde ich es super wichtig, eben neben meinen Schwächen auch einfach Spaß beim Klettern zu haben. Und deswegen mache ich auch super gerne mal so Ballerboulder, Sprünge, kräftige Sachen. Also es gibt so einen grundsätzlichen Eskaladrom-Style, der viel aus Blocken, Springen und kräftigen Zügen besteht. Und ich glaube, der macht mich als Kletterer auch aus. Und das macht auf jeden Fall stark. Norddeutschland ist natürlich nicht wie Tokio, wo die Boulder bis 8C gehen. Deswegen muss man oft kreativ werden und deswegen denke ich mir oft Boulder selbst aus.